Einen schönen guten Morgen aus meinem Homeoffice in Berlin. Sonniger Tag draußen. Von daher freue ich mich ganz besonders, dass ich diese Einladung vom Goethe-Institut in Budapest erhalten habe. Und hier danke ich ganz besonders Frau Dr. Klein, dass sie mich gebeten hat, Ihnen aus unseren Erfahrungen zu berichten, die vielleicht zum Teil auch übertragbar sind und die hoffentlich ein bisschen eine Anregung für Sie geben können für Ihre weiteren Gespräche. Wir selbst hier in Deutschland sind auch immer sehr dankbar, wenn wir uns austauschen können. Ich hatte gerade im November die Gelegenheit, auch mit Kolleginnen aus Indien und aus Afrika und aus den Niederlanden zu sprechen bei einem Kongress, den die Kollegen in Großbritannien organisiert hatten, und habe eben doch festgestellt, dass wir, obwohl es so unterschiedliche Weltgegenden sind, uns doch wirklich vieles auch hier vereint. So, ich werde jetzt meine Präsentation starten. Ich hoffe, Sie können das alle jetzt gut sehen und möchte dann gleich einsteigen und beginnen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie ich hier weiterkomme. Gerade eben ging es, ja. Möchte gerne beginnen. Sie kennen den Herrn möglicherweise auch aus dem Fernsehen. Es ist unser Bundesfinanzminister und auch Vizekanzler Olaf Scholz. Und er ist deshalb hier so prominent auf meiner ersten Folie, weil er in der letzten Woche mit Vertretern des Deutschen Kulturrates diskutiert hat, und zwar ein Positionspapier des Kulturrates mit dem Titel Kultur muss wieder ins Spiel, jetzt Perspektiven schaffen. Und dieses Positionspapier hatte auch der Deutsche Bibliotheksverband mitentwickelt. Und unser Vorsitzender hatte die Gelegenheit, bei dieser Diskussion dabei zu sein und hat sich dort eingesetzt für eine schrittweise Öffnung der Bibliotheken sowie auch für die Finanzierung der weiteren Digitalisierung. Der Bundesfinanzminister sagte zu, dass er sich weiter für den Kulturbereich engagieren möchte und die Hinweise des Kulturrates auch aufnehmen möchte. Er sicherte weiter einen Sonderfonds für die Kulturbranche zu, der dann bei aller gebotenen Vorsicht natürlich auch das Bedürfnis nach Planungssicherheit aufgreifen solle. Das zeigt also, auch Bibliotheken sitzen mit am Tisch, wenn es um Öffnungsperspektiven geht. Bibliotheken gehören zu den Einrichtungen neben natürlich Schulen und Kindertagesstätten, die in den vorhandenen Stufenplänen, mir sind im Moment vier bekannt, unserer Bundesländer als erste genannt werden, wenn es um Wiedereröffnung geht. Welche Rolle spielen Bibliotheken in der Gesellschaft? Und hier beziehe ich mich vor allen Dingen auf die öffentlichen Bibliotheken. Sie fördern den Zuwachs an Bildung und Wissen bei allen Bürgern und tragen dadurch auch zur Entwicklung der Gesellschaft, ihrer Wirtschaft und des demokratischen Gemeinwesens bei. Durch ihre Strategien zur digitalen Teilhabe wirken sie dabei ganz gezielt der digitalen Spaltung einer Gesellschaft entgegen. Während des ersten Lockdowns, den wir im März, April letzten Jahres erlebt haben, wurde sehr, sehr schnell deutlich, dass Bibliotheken als physische Orte unverzichtbar sind. Und ihre begrenzte, rein digitale Nutzbarkeit irgendwie auch einen schmerzlichen Verlust darstellte. Zudem hat die Corona-Pandemie verdeutlicht, dass ein signifikanter Teil der Bevölkerung ein kostengünstiges Medienangebot unbedingt benötigt und ein Teil der Bevölkerung dringend digitale Unterstützung benötigt und die digitalen Angebote gar nicht einfach also nutzen kann. Es hat sich aber auch gezeigt, dass die Bibliotheken mit bereits etablierten digitalen Services auch in der Zeit, in der die Häuser physisch geschlossen waren, irgendwie digital offen waren und Bürgerinnen trotzdem mit Bibliotheksleistungen für ihre Arbeit, für Freizeit, für Studium, für Wissenschaft und für Forschung versorgt haben. Der Bedarf an online nutzbaren Medien und Services ist im letzten Jahr sehr stark gestiegen. Das hat ja auch gerade Frau Husch schon gesagt. Wir haben gerade letzte Woche die neuesten Nutzungszahlen erhalten von der DiviBib.
Und wir wissen, dass die Zahlen der Nutzer um 20% gestiegen sind und die Zahl der Ausleihen sich um 24% erhöht haben bei der DiviBib, also bei der Ausleihe von E-Books und E-Audios oder auch Streaming-Angeboten. Viele Bibliotheken haben im letzten Jahr sehr zügig ihren Bestand an E-Books, an E-Zeitschriften, an Online-Hörbüchern, an Online-Datenbanken, an Musik- und Filmstreaming ausgebaut. Und ebenso auch ihre digitalen Fortbildungs- und Sprachlernangebote, damit sie einfach weiterhin ihre Angebote auch machen können. Viele haben auch vorübergehend einen kostenfreien Zugang zu ihren digitalen Angeboten ermöglicht, sowie eine vereinfachte, kostenfreie und zeitlich begrenzte digitale Neuanmeldung. Sie haben telefonische Bestelldienste, was wir jetzt so neumodisch unter Click und Collect, das Begriff aus dem Einzelhandel, übernommen haben, sowie manche auch eine Zusammenstellung von individuellen Bücherpaketen. Da gibt es zum Beispiel Überraschungspakete für Kinder, die abgeholt werden können. Manche haben sogar, wenn sie das hatten, in geschützten Außenbereichen ihre Bücherregale aufgebaut oder aber für ältere oder auch behinderte Menschen Bücherlieferdienste bis vor die Haustür eingerichtet. Die Erreichbarkeit über Telefon, E-Mail oder Twitter wurde deutlich verstärkt. Und manchmal gab es sogar die Möglichkeit, sich über das Telefon vorlesen zu lassen. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne ein kleines Video der Stadtbibliothek Köln zeigen. So, das war nochmal ein kleiner visueller Eindruck, wie das in Köln funktioniert, dieser Bestell- und Abholservice. Wir wissen ja, dass Sprach- und Leseförderung schon immer zum Kerngeschäft von öffentlichen Bibliotheken gehört hat. In einer zunehmend digitalen Gesellschaft geht es nun aber auch um die Vermittlung der notwendigen informationstechnischen Grundlagen. Medienbildung, die sichere Nutzung sozialer Medien, die Recherche und die Bewertung von digitalen Inhalten gehört nun ebenso zu dieser Kompetenzförderung. Und da Veranstaltungen vor Ort ausfallen mussten, haben viele Bibliotheken digitale Veranstaltungen angeboten, virtuelle Lesungen, digitale Aktivitäten zum Mitmachen, so etwas wie Bastelnachmittage oder aber auch Vorlesestunden über YouTube oder Facebook. Einige Bibliotheken haben sich zusammengetan und Nutzerfragen über Twitter beantwortet. Sie nannten das dann Twittothek. Sie haben einen Podcast eingerichtet. Es gab Debattentraining, es gab Bilderbuchkinos, es gab eine ganze Menge an Veranstaltungen. Wir haben seit Jahren schon mit Mitteln des Bundesbildungsministeriums ein Programm, mit dem wir das Lesen mit digitalen Medien normalerweise als Präsenzveranstaltung in Bibliotheken fördern können. Das Projekt heißt Total Digital, Lesen und Erzählen mit digitalen Medien. Und wenn Sie dem Link, das machen wir jetzt nicht, aber das können Sie später ja machen, wenn Sie dem Link folgen, den ich hier jetzt auch eingebaut habe, dann können Sie auch sehen, wie die Bibliotheken sehr innovativ von den Präsenzveranstaltungen übergegangen sind auf entweder kontaktarme Veranstaltungen
Also eine kleine Präsenzveranstaltung, natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Und dann aber auch weitergemacht haben, wirklich als reine Online-Projekte, und zwar mit Kindern und Jugendlichen. Total digital wendet sich an bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendlichen. Und hier hat man wunderbare Sachen gesehen. Ein digitales Instagram-Projekt, ein Online-Rap oder Songwriting. Die Kinder haben Trickfilme erstellt, sie haben online auch programmieren gelernt, sie haben einen gemeinsamen Buchtrailer erarbeitet oder sie haben gemeinsam ganz kontaktarm die Stadtteile erkundet. Einige Bibliotheken haben auch auf ihren Website Links eingerichtet zu den Livestreams, die ja viele Musikstudios, Konzerthallen oder Theater angeboten haben. Eines ist in der Corona-Pandemie deutlicher geworden als je zuvor. Die Bürger haben gerade in Krisenzeiten ein großes Bedürfnis nach objektiven und wissenschaftlich fundierten Informationen. Den Bibliotheken kommt daher gerade jetzt die sehr wichtige Aufgabe zu, der Ausbreitung von Verschwörungstheorien und Fake News einen faktenbasierten Diskurs entgegenzusetzen und damit ja geradezu lebensrettende Informationen anzubieten. Denn Informationen sind Vertrauensware, insbesondere wenn es darum geht, bereits vorhandene Überzeugungen herauszufordern. Und nicht unterschätzen sollte man auch die Tatsache, dass es ja die Bibliotheken sind, in denen man das Grundwissen darüber finden, wie eigentlich Informationen aufbereitet werden, wie man sie sucht und wie man sie auch prüft. Das Portal der Zentral- und Landesbibliothek Berlin zeigt, wie man verlässliche Informationsquellen erkennen kann. Ich habe Ihnen hier auch den Link eingebaut, das können Sie sich später dann auch angucken. Andere Bibliotheken haben auch von Journalisten erarbeitete Corona-Faktenchecks verlinkt. Und einige Bibliotheken haben auch Informationen zur Covid-19-Erkrankung und wie man sich davor schützen kann, auf ihren Webseiten verlinkt. Ich denke, Bibliotheken sollten auch zukünftig noch mehr verdeutlichen, dass sie erste Anlaufstellen sein können für gesicherte Informationen. Bibliotheken geben ja auch ihr Wissen weiter über Recherchewege, über Informationsbeschaffung und Informationsbewertung. Und sie unterstützen Bürger dabei, ihr Wissen und ihre Kenntnisse hier zu aktualisieren. Lebenslanges Lernen im Umfeld digitaler Medien und Kommunikationstechnologien wird einfach immer bedeutender. Und deshalb haben viele Bibliotheken auch im letzten Jahr E-Tutorials und Online-Seminare statt solcher Präsenzveranstaltungen und Fortbildungen angeboten. Der Erfolg all dieser neuen Angebote und Strategien steht und fällt mit dem engagierten Personal, das sich für die gesellschaftlichen Bedürfnisse und die Bibliotheksservices natürlich die entsprechenden Kompetenzen mitbringen muss oder aber sich aneignen muss. Dabei hilft natürlich auch eine größere Diversität des Personals, was jetzt Ausbildung angeht und Herkunft. Wir haben in Deutschland im Moment auch eine intensive Debatte über Medienpädagogen in der Bibliothek oder inwieweit Bibliothekare bibliothekspädagogisch sich weiterbilden können. Diese Krise hat sehr deutlich gezeigt, wozu das Bibliothekspersonal in der Lage ist. Und vielleicht haben sich viele selbst überrascht. Viele zeigten, wie sehr ihnen die Dienstleistung am Leser am Herzen liegt. Sie haben sie vermisst. Und viele haben sehr schnell kreative neue Lösungen gefunden, um ihre Kunden mit Medien und Informationen auf andere Art und Weise zu versorgen. Sie haben sich sehr flexibel gezeigt und sie haben rasch gelernt, digitale Angebote zu machen. Viele Bibliotheksmitarbeiter verdienen hier sehr große Anerkennung für ihre Leistungen. Aber es war auch nicht leicht für sie und es ist es auch nicht. Wir sind ja im Moment im zweiten scharfen Lockdown. Gerade auch zu Beginn haben viele Angst davor, sich anzustecken. Sie gehören Risikogruppen an und sie zögerten, Bibliotheken auch wieder zu öffnen. Einige Bibliotheken haben daraufhin ihren Mitarbeitenden auch angeboten, professionelle psychische Beratung in Anspruch zu nehmen. Anonym natürlich. Es ist auch nicht immer leicht, in den Zeiten, wo wir wieder öffnen konnten, die vielen Hygieneregeln, die umgesetzt werden mussten, bei den Kunden auch immer durchzusetzen. Und viele Bibliotheken haben auch Probleme, ihre Angebote durchzuführen, denn viele Mitarbeiter sind auch abgezogen als Unterstützung in den Gesundheitsämtern.
Bibliotheken waren im letzten Jahr unter den ersten Einrichtungen, die nach dem Lockdown Mitte April wieder öffnen können. Und wir erwarten, dass wir auch diesmal wieder, wenn wir wieder öffnen können, wir wissen noch nicht wann, aber dass wir dann auch zu den ersten Einrichtungen gehören können. Unser Verband hat im letzten Jahr für Bibliotheken Öffnungsstrategien und Hygienekonzepte erarbeitet, um Rahmenlinien vorzugeben, nach denen die einzelnen Bibliotheken dann ihre eigenen Konzepte erarbeiten können, denn die müssen ja lokal auch geprüft werden. Einige Bibliotheken haben jetzt Stufenpläne entwickelt, mit denen sie je nach Stand der Neuinfektion sehr flexibel, vorausschauend und auch planvoll ihre Dienstleistungen sowohl hoch als auch runterfahren können. Und das reicht von der einen Stufe, wo das physische Haus geschlossen ist und nur noch digitale Angebote gemacht werden, bis zur zweiten, wo man immerhin schon einen Abholservice anbieten kann, bis zur dritten, wo man sehr begrenzt auch die physische Ausleihe und Rückgabe wieder anbieten kann, bis zur nächsten Stufe, wo auch die Arbeitsplätze wieder aufgemacht werden können und man vor Ort auch die Zeitung lesen kann, bis zu dem, dass man wieder kleine Veranstaltungen anbietet, natürlich mit begrenzter Personenzahl und unter Auflage und unter Beachtung sämtlicher Hygienevorschriften. Jetzt mitten im zweiten Lockdown, während alle anderen Kultureinrichtungen komplett schließen mussten, können Bibliotheken als wesentliche Bildungseinrichtungen, zwar in vielen Bundesländern sind sie geschlossen, aber sie können immerhin Buchabholdienste anbieten. Nach der Wiedereröffnung der physischen Häuser standen die Einrichtungen im letzten Jahr vor der Herausforderung, wie sie ihr umfangreiches Angebot und auch ihre Bestände zukünftig auch unabhängig von einer Vor-Ort-Nutzung in deutlich größerem Umfang als bisher erbringen können. Einerseits natürlich, um auf zukünftige Schließungen besser vorbereitet zu sein. Und wie sehr das notwendig war, haben wir dann im Herbst-Winter gesehen, als die nächste Schließung kam. Und andererseits natürlich auch, um diesen jetzt in Gang gesetzten Innovationsschub auch aufzugreifen und zeitgemäße Angebote auch weiter auszubauen. Wir als Deutscher Bibliotheksverband haben uns eingesetzt für eine Bundesförderung. Es gibt bei uns von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien ein 1-Milliarde-Programm für den ganzen Kulturbereich. Es nennt sich Neustart Kultur. Und da haben wir es für Bibliotheken ermöglicht, immerhin die Summe von 10 Millionen Euro für Bibliotheken und Archive zu nutzen. Wir haben dann eine Ausschreibung gemacht und bereits 2 Wochen später hatten wir Anträge hier liegen im Wert von mehr als 22 Millionen Euro. Wir haben daraufhin um eine Aufstockung gebeten, das wird derzeit geprüft. Ziel dieses Programms, was wir Wissenswandel nennen und was sich nicht nur an Bibliotheken, sondern auch an Archive richtet, ist es, sie weiterzuentwickeln, und zwar digital, neuartige Angebote der Wissensvermittlung und der Zugänglichmachung des schriftlichen Kulturgutes zu entwickeln und insgesamt ein hybrides Angebot mit einer Kombination aus digitalen und analogen Services dauerhaft und flächendeckend zu etablieren. Bestände und Angebote müssen zusätzlich zu ihrer Nutzung innerhalb der Einrichtung auch online verfügbar sein und in den digitalen Raum vermittelt werden. Und dazu bedarf es natürlich Maßnahmen zur weiteren Digitalisierung der Bestände, der Einführung oder dem Ausbau von digitalen Services und natürlich, und das ist ganz wichtig, auch der Anwendungskompetenzen sowohl von den Mitarbeiterinnen als auch von den Nutzern. Diese Transformation und nachhaltige Weiterentwicklung der Einrichtung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, diese Übertragung von Dienstleistungen ins Digitale und die Schaffung zeitgemäßer Vermittlungsforderungen erfordern erstens zusätzliche finanzielle Ressourcen, zweitens die Expertise im Bereich der IT-Technologien und drittens eine kontinuierliche Weiterbildung des bestehenden Personals. Wir haben in Deutschland gesehen im letzten Jahr, dass in noch vielen Einrichtungen ganz grundlegende technische Infrastruktur fehlt, die benötigt wird, um überhaupt digitale Angebote machen zu können. Uns fehlen die Breitbandanschlüsse, uns fehlt das WLAN, uns fehlt zeitgemäße Hard- und Software, vor allen Dingen im ländlichen Raum.
Und diese Maßnahmen jetzt, die wir bekommen können durch dieses Programm Wissenswandel, dient einfach dazu, den Digitalisierungsschub aufzugreifen und Bibliotheken und Archive in ihrer Funktion als digitale Kultur- und Bildungseinrichtungen zu stärken und die Angebote nachhaltig weiterzuentwickeln. Alle, die jetzt entwickeln und weiterentwickeln, bieten natürlich Formate an, die auch hinterher noch langfristig nutzbar sind. Projektanträge sind in 5 Bereichen möglich. Das eine, die Ausweitung des digitalen Medienangebotes. Viele haben das im letzten Jahr schon gemacht. Mehr E-Books, mehr Audios, mehr Datenbanken. Das Programmangebot und Veranstaltungen zur Vermittlung von Digitalkompetenzen, aber auch digitale Lernwerkstätten etc. Kann ausgebaut werden mit Mitteln hier aus dem Programm. Dann natürlich die ganz wichtige Aus- und Weiterbildung von Fortbildungsformaten für die Beschäftigten in den Bibliotheken, das sei es Technik, sei es Softwarelizenzen etc. Weiterhin auch die Digitalisierung und die Aufbereitung der Bestände, damit das überhaupt digital zugänglich gemacht und vermittelt werden kann. Und dann brauchen wir natürlich auch zeitgemäße Bibliothekssysteme. Das ist Automatisierung von Prozessen, die Bereitstellung von Anwendungstechnik und digitalen Endgeräten oder die Stärkung der IT-Infrastruktur oder den Aufbau einer Bibliothek der Dinge. Also hier ist wirklich sehr, sehr viel möglich und wir sind da unglaublich dankbar dafür, dass wir diese Möglichkeit auch bekommen können. Für die Kommunen, die jeweils einen kleinen Eigenbeitrag auch geben müssen für dieses Förderprogramm, bedeutet diese Förderung von Bibliotheken natürlich eine echte Chance und die Bereicherung zur Gestaltung zukunftsorientierter Lebensverhältnisse. Sie können ihren Bürgern den Zugang zu Informationen, zu Wissen, zur aktiven Teilhabe an einem lebendigen Austausch weiterhin ermöglichen. In einer Krise wie der derzeitigen können Bibliotheken noch viel mehr auch Einrichtungen sein, die zu gesellschaftlich relevanten Themen Diskussionen und auch Austausch anbieten. Sei es jetzt zu ethischen Fragen der Gesundheit, Impfen, soll ich mich impfen, ja oder nein, oder der Rolle der demokratischen Beteiligung an Entscheidungsprozessen, Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhaltes und der Solidarität. Oder auch Fragen, wie wir künftig leben wollen, wie wir arbeiten wollen, wie wir konsumieren wollen. All das kann eine Bibliothek aufgreifen und in ihrer Kommune als Plattform für solche Debatten dienen. Solange aber Bibliotheken als physische Häuser nicht öffnen können, sind zwar diese digitalen Funktionen immer wichtiger und es ist auch möglich, das zum Teil zu kompensieren. Aber wir erleben ja alle dieser Tage, dass digitale Angebote vieles ersetzen können, aber eben nicht die echte Gemeinschaft und den lebendigen Austausch zwischen den Menschen. So, es wird nie darum gehen, das eine und das andere gegeneinander auszuspielen. Es ist im besten Fall etwas, was sich gegenseitig ergänzen kann. Ja, was wird in Zukunft bleiben? Ich kann natürlich jetzt auch nicht in die berühmte Glaskugel gucken, aber wir wissen alle, dass uns zumindest ja bis zum Herbst, müssen wir davon ausgehen, Herbst, Winter diesen Jahres, diese Pandemie auch hier in Europa noch begleiten wird, obwohl wenn man nach Ostasien guckt, kann man sehen, da ist schon fast wieder normales Leben. Also man kann schon Hoffnung schöpfen, aber ja, wir müssen uns einfach fragen, werden wir weiterhin eine 1,5 Meter Abstandgesellschaft bleiben? Und wenn ja, was bedeutet das eigentlich für die Räumlichkeiten? Müssen wir unsere Regale weiter auseinanderschieben? Können wir Veranstaltungen nur mit begrenztem Personal anbieten und begrenztem Publikum? Werden auch die neuen Dienstleistungen, die man jetzt anbietet, wie ein Abholdienst oder auch die Möglichkeit, Bücher nach Hause geschickt zu bekommen, auch in Zukunft noch angeboten? Werden Bibliothekare zukünftig auch ihre Häuser verlassen, um die Gemeindemitglieder zu erreichen? Eine Online-Lesung kann ja auch für jemanden, der aus anderen Gründen das Haus nicht verlassen kann, ein ganz wunderbares Angebot sein, um am kulturellen Leben teilzuhaben.
Wir alle wissen auch, dass wir früher oder später mit großen Budgetkürzungen zu rechnen haben. Bibliotheken werden von den Kommunen finanziert und die Kommunen haben bereits im letzten Jahr mehrfach vor den Folgen der Pandemie durch die reduzierten Einnahmen gewarnt. Bibliotheken in Deutschland gehören zu den freiwilligen Leistungen und wir müssen damit rechnen, dass hier auch der Rotstift angesetzt wird. Andererseits erleben wir auch, dass Bibliotheksangebote und ihr Nutzen gerade jetzt in der Politik viel deutlicher als früher wahrgenommen wird. Und das drückt sich ja letztendlich auch schon in dieser Förderung aus, die die Bundesregierung den Bibliotheken derzeit gibt. Ja, wie können sich Bibliotheken durch eine erfolgreiche Krisenbewältigung auch weiterentwickeln? Ganz sicherlich wird ein ausgebautes Online-Angebot und eine verbesserte digitale Infrastruktur bleiben. Und unsere Nutzer werden sicherlich auch zukünftig E-Books und digitale Dienstleistungen verstärkt nutzen. Bibliotheken werden soziale Medien mehr einsetzen und ihre Relevanz als dritter Ort ist auch digital ausbaufähig. Also wir haben da durchaus die Möglichkeit, etwas zu tun. Das wird sich niederschlagen auf das Berufsbild. Wir sehen es ja jetzt schon. Es ist eine Entwicklung, die da auch weitergeht. Unser Personal muss digital kompetent sein und immer wieder mit neuen, innovativen Ideen kommen. Ich kann mir vorstellen, dass auch in Zukunft es möglich sein wird, dass wir teilweise im Homeoffice arbeiten. Das hat ja auch seine Vorteile. Und wir werden ganz sicherlich auch vermehrt Online-Veranstaltungen und Online-Kurse machen. Und so ein Gespräch, wie wir es heute führen, wird hoffentlich auch in Zukunft unkompliziert möglich sein. Wir sehen ja letztendlich, dass diese Pandemie wie ein Brennglas auf unsere Probleme zeigt. Und die Chance in der Zukunft liegt darin, dass wir Konsequenzen daraus ziehen, was wir derzeit erleben. Wir sehen die Kinder und Jugendlichen, die jetzt zu Hause im Homeschooling sind, gerade die Bildungsbenachteiligten, was sie für große Probleme haben, dem digitalen Unterricht zu folgen. Wir sehen, dass die ärmere Bevölkerung stärker betroffen ist. Und wir sehen, dass die Ungleichheit in der Gesellschaft wächst. Auch die Spaltung der Gesellschaft vergrößert sich. Und nicht zuletzt, das ist ja immer auch noch ein Hintergrundthema, die Umwelt befindet sich in einer Notlage. Und es gibt auch Wissenschaftler, die tatsächlich auch die Pandemie zum Teil auf die Auswirkungen des Klimawandels zurückführen. Hier muss viel getan werden. Aber wir sehen auch, dass es möglich ist, eine inklusive Gesellschaft zu formen, gleiche Chancen für alle zu ermöglichen, eine nachhaltige Bildung, nachhaltige Städte und Gemeinschaften aufzubauen. Und hier können Bibliotheken ihren Teil dazu beitragen. Und sie sollen das auch sehr, sehr sichtbar zeigen. Ich möchte Ihnen gerne zum Abschluss ein positives Signal senden und zeigen, was eine Bibliothek auch in Corona-Zeiten alles bieten kann. Es gibt jetzt hier ein kleines Video nochmal von der Stadtbibliothek Köln, die so ihre Highlights aus dem letzten Jahr zeigt.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, möchte Sie auch gerne einladen, noch Fragen zu stellen. Und wenn Ihnen hinterher noch was einfällt, hier sind auch meine Kontaktdaten, dann dürfen Sie sich gerne auch hinterher noch an mich wenden. Vielen Dank.